Guten Tag. Der Blog Ruhrgebiet Mitte präsentiert heute die erste Folge einer ganzen Serie über Gartenstädte Deutschland und europaweit. Die Gartenstädte waren eine Bewegung Licht und Luft für Arbeiter, Haushalte erschwinglich im Wohnungsmarkt anzubieten. Wir starten mit einem Projekt in Wroclaw in Breslau, welches 1913 realisiert wurde. Ich habe dort 2008 einige Aufnahmen gemacht und zu einer Slideshow zusammengefügt. Als Hintergrundinfo muss man dazu sagen, dass diese Bauten vor dem Ersten Weltkrieg gestartet sind und bis in die 40er Jahre hinein gebaut wurden. Preiswertes Leben heißt geringe Miete plus, was sehr wichtig für diese Arbeiterfamilien war, Gartennutzung, weil ein Großteil der Lebensmittel wurde im Garten produziert. Ein Beispiel: ich wohne in Bochum bei den Wohnstätten in einem Gartenhaus, welches halt 56 Quadratmeter hat, aber 100 Quadratmeter Garten. Die durchschnittliche Größe dieser Wohnung betrug damals ca. 63 Quadratmeter. Und wenn man bedenkt, dass dort eine Familie mit 3 bis 4 Kindern untergebracht war, so entspricht das nicht mehr den heutigen Standards. Folge 2 folgt bald. Danke.